weil eben eine Führung von 4-5 Toren nicht allzu viel zu sagen hat. Ja, und das war hervorragend erahnt von Theresia Meissner, der Konterlauf und drin das Tor. Treffer Nummer 3 zum 11:7 für Grünwald-Schwerin. Muss ich korrigieren, das ist sogar schon Treffer Nummer 4 für Theresia Meissner. Ah, da nutzt sie die Lücke nicht. Die Soberaner Rinder hat sich in der Mitte eine kleine Lücke aufgetan. Und sie hat nicht den Mut, da reinzustoßen. Und der Wurf scheitert an Laura Fischer. Und jetzt wird hier die zweite Welle gespielt, aber abgebrochen. Nach Auftrag vom Trainer den Angriff, schnellen Angriff abgebrochen. Und bei 4 Tore Führung, 4 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit, sieht es gut aus für Grünwald-Schwerin. Der Pass geht allerdings jetzt ins Leere unter Konter. Und Josephine Zacho bekommt den Doppelpass wieder. Und es gibt Freiwurf für Doberan. Wollten sie schnell ausführen, aber zurückgepfiffen von den Schiedsrichtern. Man sieht sehr schön hier bei Doberan, wo sie gerade wieder im Angriff sind, das war doch schon in den letzten 2-3 Angriffe so, dass sie versuchen natürlich ihr Kombinationsspiel aufzubauen, aber durch die gut stehende Abwehr von Schwerin es einfach nicht möglich ist, dass hier klar eine Spielerin freigespielt wird und somit auch der Angriff davor sich Würfe genommen werden, die keine Chancen sind und dann natürlich auch die Torhüterin den einen oder anderen Ball hält. Bin gespannt, ob sie jetzt mal eine Spielerin hier freispielen. Ja, es ist schön zu sehen, dass die Spielerin von Schwerin gut und clever rausrücken. Die Doberanerinnen damit den Anspielstation nehmen und dann Schrittfehler auf der Außenposition. Ne? Wie das in einem weisen Handballspruch heißt, mit dem Angriff gewinnt man Spiele, mit der Verteidigung Meisterschaften. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen die Nummer 8 des Doberaner SV, Johanna Prüge. Und erneut 7 Meter. Und Chance zum 5-Tore-Vorsprung und zum 5. Tor für die Spielerin mit der Nummer 8. Zweimal. Gutes Omen. Ja, so heißt es. Gutes Omen. Also wollen wir sehen, Theresia Meissner mit ihrem 5. Treffer, dem 3. verwandelten 7 Meter. Es war übrigens auch der 5. 7 Meter in diesem Spiel für Grünwald-Schwerin. Das passt ja super. Er musste ja also rein. Es ging gar nicht anders. Also für die Freunde von Statistik und Schicksal wurde diesmal bestätigt, 12:7 für Grünwald-Schwerin. 2 Minuten vor der Halbzeit, sehr, sehr psychologisch wichtig. Oh, das war schön durchgesetzt von Anke Lehmann mit ihrem 2. Treffer 12:8. Aber man muss auch sagen, es war schön zu sehen, wie vorher Theresia Meissner da den Rückpass abfangen wollte. Und jetzt ist Auszeit genommen von Steffen Franke auf Seiten von Grünwald-Schwerin.
So, es geht also weiter nach Auszeit für Grünwald. Es geht trotz der Auszeit, gibt es das angezeigte Zeitspiel, weil die Mitte zu lang ausgeführt hat und alles ist aufgegangen, was Trainer Steffen Franke sich da ausgemalt hat. Juliane Schiller mit dem dritten Treffer in dieser Partie 13:8 für Grünwald Schwerin. Da kann er sich ein Schmunzeln nicht verbergen, Steffen Franke. Und der Bonnie Lenz schön, hat diesen Pass sich gedacht, der lange Pass nach vorne und der Konter sitzt zum 14:8. 6-Tore-Führung für Grünwald-Schwerin und das ist doch schon komfortabel. Ja, das haben sie sich verdient, das muss man klar sagen. Sie erkämpfen hinten die Bälle, stehen sehr gut und dann gelingt natürlich auch vorne so ein Konter und auch der Abschluss. Eigener Verdienst der Mannschaft. So, in 20 Sekunden sind es noch 15 Sekunden noch. Das wird also der letzte Angriff für der ersten Hälfte werden. Und man versucht immer beim Handball, das so lange wie möglich auszuspielen, um den Gegner keine Möglichkeit zum Nachschutz mehr zu lassen. Der Ball geht an den Pfosten. Wenn es dann nicht läuft, dann kommt auch noch Pech dazu. Und da ist die Pausengong und es steht 14:8 für Grünwald Schwerin 2. Das ist ein guter Auftakt für diese Mannschaft im ersten Spiel. Und auf geht's in die zweite Halbzeit. Grünwald-Schwerin 2 gegen Doberaner SV. Es steht 14:8 für Grünwald-Schwerin. Auf dem Spielfeld hat sich nicht so viel verändert an Spielerinnen, aber ich habe einen kleinen Wechsel vorgenommen. Ich habe den Experten gewechselt, bei mir nun von der ersten Frauenmannschaft des SV Grünwald-Schwerin. Wendy Künzel, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir sehen erstmal das erste Tor in der zweiten Halbzeit von Claudia Struppe, 14:9. So, und wir werden jetzt ein wenig mehr, klasse durchgesetzt von Katrin Hilger jetzt zum 15:9. Jetzt geht Schlag auf Schlag los hier in der zweiten Hälfte. Wir werden jetzt ein bisschen mehr aufs Handballerische eingehen, nachdem wir eben ein wenig beleuchtet haben, wie es drumherum, wie man das Event organisiert mit dem Eventorganisator. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf Handball gucken, ein bisschen mehr Feinheiten herausgucken für den Zuschauer, der noch nicht so viel mit Handball zu tun hat. Und werden mal ein bisschen darauf achten, auf was man achten muss beim Angriffs- und Abwehrspiel während auf dem Niveau der MV-Liga. Und jetzt haben wir gesehen, das haben wir vorhin schon einmal angesprochen, halb hoch ist leicht für den Torhüter und trotzdem wirft man immer wieder halb hoch. Wie kommt das? Manchmal ist es einfach aus dem Spiel heraus, dann will der Ball nicht dahin, wo man das selber hin will. Vielleicht war noch einer am Arm dran und dann ist der Ball schnell mal halb hoch statt oben. Ja, und halb hoch ist fast nie drin, oder ist, wie sehe ich das? Manchmal, wenn man dann scharf genug wirft, dann ist er auch drin und der Torwart den Ball recht spät sieht, aber in der Regel hat der Torwart den. Und ist schön ausgelegt auf Bonnie Lenz zu ihrem dritten Treffer in dieser Partie, 16:9. Wir haben eben zum Ende der ersten Halbzeit war für Grün-Weiß der Schlüssel das Abwehrspiel, das gute Abwehrspiel. Vielleicht kannst du da gleich mal was zu sagen, wenn wir jetzt mal das Abwehrspiel von Grün-Weiß beobachten. Ja, sie ist gut verschoben, schön zur Ballseite gearbeitet, rechtzeitig rausgetreten und dann hat man natürlich schnell den Ball. Ist der Gegner verunsichert und leichte Behinderung am Torwurf und dann kann der Torhüter den Ball auch einfach dann halten. Was macht man jetzt als angreifende Mannschaft, wenn die Gegnerabwehr gut verschiebt, wie hebelt man das aus? Ja, viel ohne Ball sich bewegen, ganz wichtig. Und in der Regel arbeitet man mit Doppelpässen oder Sperren, die dann gestellt werden. Wer stellt diese Sperren? Der in der Regel nicht den Ball hat. Dass man ein Kreuz läuft zum Beispiel, ohne dass der Ball da ist, dass sich die Abwehr gegenseitig behindert. Und dann ist man einen Schritt voraus und in der Regel dann auch vorbei. Gut. So,
Du sagtest, man arbeitet dann mit Doppelpassen. Sehe ich das richtig, dass man dann auf sehr engem Raum spielt? In der Regel kann man machen, das muss man aber nicht. Man kann auch über weite Strecken einen Doppelpass spielen. Wichtig ist halt einfach nur diese Laufbereitschaft, die ohne Ball da sein muss. Um dann so eine Abwehr auszuhebeln. Das haben wir schön gesehen, das Kreisanspiel von Theresia Meissner auf Katrin Hilger zu ihrem vierten Treffer in dieser Partie, 17:9. Ist so eine wichtige Position, haben wir inzwischen gelernt, die Kreisposition, die dann, du sagtest, Sperren stellt oder sich freispielt. Schön durchgesetzt da jetzt von Anke Lehmann zu ihrem dritten Treffer. Wie geht man mit so einem Kreisspieler um? Wie verteidigt man den? Es ist schwierig, also in der Regel, ich finde es einfacher, wenn man ihn hinter sich hat, weil manchmal gibt es ja Kreisläufer, die dann ein bisschen kräftiger gebaut sind. Da ist es dann schwer, wenn man dahinter steht, die zu halten und dann schon das Anspiel verhindern. Das ist die einfachste Variante. Und der Angriff nicht erfolgreich unter Konterlauf der Doberanerinnen. Erfolgreich abgeschlossen durch Franziska Rogatz. Ihr zweiter Treffer, 17:11. So kennt man das vom Fußball her, dass Spieler sehr abergläubisch sind. Bist du abergläubisch? Ja, das bin ich. Also wenn ich einmal ein Unterzieht-T-Shirt angehabt habe oder Socken, womit ich erfolgreich war, dann liegen die dann auch das nächste Mal wieder bereit, damit ich sie dann wieder anziehen kann. Gibt es Freiwurf für Grümer-Schmarin und Zeitspiel. Wie lange hat der Spieler jetzt Zeit, hier den Ball aufs Tor zu bringen? Laut den neuen Regeln ist es so, dass es dann noch 5-6 Mal gespielt werden darf, solange Druck auf dem Ball ist und dann sollte dann auch abgeschlossen werden. In diesem Fall nicht erfolgreich, denn Theresia Meissner bringt den Ball übers Tor. Und jetzt, da hat sich die Lücke aufgetan, Franziska Rogatz mit ihrem dritten Treffer zum 17:12. Was hat die Abwehr da jetzt verkehrt gemacht? Wir waren einfach zu langsam zurück und haben sich nicht rechtzeitig orientiert in Richtung Ballführenden. Und dann kam der schnelle Pass und dann war das Tor drin. Seit wann spielst du Handball? Seit 2002. 2002, also seit 8 Jahren. Das ist, wenn man sich überlegt, doch eine relativ kurze Zeit für... die meisten fangen ja doch schon mit 5, 6 an. Ja, das stimmt. Meine Eltern wollten das eigentlich nicht wirklich, weil das ja doch körperlich sehr harter Sport ist. Und dann irgendwann hat mich eine Freundin mitgenommen und Herr Sabelus war dann schlau genug und hat mir dann Handballsachen gegeben und dann war ich dann schnell beim Handball dabei. Ja, und durchaus erfolgreich für Schwerin. Jetzt ist schön außen rausgespielt und sich ja verwandelt zum 18:12. Und wie hast du es deinen Eltern dann beigebracht? Ja, meine Eltern haben dann gedacht, dass ich mit meiner Freundin tanzen war. Und irgendwann habe ich ihnen gesagt, du, ich spiele auch Handball. Und ja, dann war es, sie haben mich immer unterstützt und dann war das auch kein Problem. Ja, ist denn eine Tänzerin an dir verloren gegangen? Nein, also überhaupt gar nicht. Rhythmusgefühl ist nicht so meins.